präsentieren. Aber was? Speer? Powers Foto. Gemacht am Tor zwischen den Studios, 14 Uhr. Das passt ja aber doch. Ja, aber wer sagt, dass er es ist? Das stimmt. Präsentieren? Warte mal. Ich präsentiere es. Hier ist nämlich auch ein Fragezeichen. Wer sagt, dass es Powers ist? Ja gut, probieren wir es. Einspruch! Ach so, das hätte ich auch sagen können, ne? Hättest du? Weiß ich nicht. Ja doch. Ja. Lassen Sie mich was klarstellen, Großmama, Miss Oldbeck. Seit gestern sagen Sie, dass Sie Mr. Powers gesehen haben, richtig? Und Sie meinen damit den Mann auf diesem Foto, nicht wahr? Moment bitte, Mr. Wright. Moment mal! Geben Sie mir bitte das Foto. Wer ist das genau? Niemand anderes als der Steel Samurai, Verteidiger von Neo Old Tokyo. Miss Oldbeck? Ist dies der Mr. Powers, den Sie gesehen haben? Natürlich! Hat Ihre Mutter Ihnen denn gar nichts beigebracht, Junge? Jeder kann doch sehen, dass das Powers ist, oder? Ja! Nun, ich frage mich... Es stimmt, dass Mr. Powers die Rolle des Steel-Samurai spielt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er der Steel-Samurai ist! Wie ich aussah. Das weiß ich doch! Ich bin nicht von gestern! Niemand in diesem Gericht hat das behauptet, Frau... Zeugin. Fräzeugin. Er mag sie scheinbar nicht mehr Oldbeck nennen. Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass die Person auf dem Foto Mr. Will Powers ist. Vielleicht ist es ja seine Großmama. Sie alter Schnüffler. Natürlich kann ich's beweisen. Was? Selbst Edgeworth ist überrascht. Die Anklage würde die Zeugin gerne etwas bitten. Sie hätten uns vor dem Prozess alles sagen müssen, was Sie wissen. Woher hätte ich ahnen können, dass Sie so neugierig sind? Sie alle sollten sich schämen. Ich habe das Foto jedenfalls dem jungen Inspektor gezeigt. Und er sagte mir, das ist kein brauchbarer Beweis. Das ist kein brauchbarer Beweis, meine Liebe. Er hat es sich noch nicht mal genau angesehen. Wow, die alte Labertasche macht sogar Edgeworth sprachlos. Die ist klasse. Dann klären Sie uns über Ihren Beweis auf. Der Mann auf dem Foto. Ich sage niemals Sachen, die ich nicht meine. Merken Sie sich das. An dem Morgen während des... Was? Nein, geht noch nicht. Während des Probedurchlaufs. Außerdem, ja, du hast recht. Der Action-Szene sah ich, wie Powers einen Fehler machte und hinfiel. Dabei ging eine der Requisiten zu Bruch. Ein ziemliches Chaos. Er sah so aus, als hätte er sich dabei den Knöchel verstaucht. Jetzt sehen Sie sich das Foto an. Man kann sehen, wie er sein Bein nachzieht. Sehen Sie? Es ist ganz eindeutig. Daher wusste ich, dass es sich um Powers handelte. Zufrieden? Boah. Er hat sich also den Knöchel verstaucht. Na schön, Mr. Wright. Sie können die Zeugin nun ins Kreuzverhör nehmen. Nein. Irgendetwas verheimlicht sie. Ich greife sie an, bis sie kreischt. Der Mann auf dem Foto. Greifen wir das gleiche an? Ja! Moment mal! Moment mal! Moment mal! Meins hat's genommen. Gerne, Groß! Ich hab noch gar nichts gesagt. Ich werde Ihnen zeigen, dass ich niemanden hinter seinem Rücken beschuldige. Alles, was ich gesagt habe, ist die reinste Wahrheit. Reiner geht's nicht. Die heutige Jugend, immer wird gemeckert. Alle mit dem Finger auf den Zeigen. Mr. Wright. Oh,
Bitte, uns allen zuliebe, versuchen Sie nicht, die Zeugin zu verärgern. Ich glaube, Edgeworth hat seinen Meister gefunden. Ich finde das ehrlich. Nochmal angreifen? Also an nächstes? Morgen während des Probe durchlaufst? Nein. Ja. Hä? Nein. Okay. Oder? Sah ich Powers einen Fehler? Wir könnten mal gucken. Warum hat sie es gesehen? Angreifen? Ja, weil sie war doch gar nicht da. Stimmt. Moment mal! Mann, Moment mal! Moment mal! Moment mal! Moment mal! Moment mal, das war der Falsche. Genau so. Den müssten wir auch mal wieder bringen. Solche, die Dinger. So. Hast du es jetzt? Ja. Gut. Machte einen Fehler und fiel hin. Achso, wir hätten lieber doch am Morgen nehmen sollen. Hm. Ja, und so jemand soll es dir, Samurai, sein? Was für ein Lacher! Powers verstauchte sich also seinen Knöchel. Ich half ihm natürlich, damit es wieder besser heilte. Sie halfen, damit es wieder besser heilte? Ich küsste ihn dort, wo er sich wehgetan hatte. Och Gott, überspringen wir doch diesen Teil am besten, okay? wo war die Assistentin zu diesem Zeitpunkt? Die! Sie reinigte gerade ein paar Requisiten, glaube ich. Sie bekam von Powers Unfall nichts mit. Sie dürfen mit ihrer Aussage fortfahren. Also müssen wir gucken. Wir müssen mal gucken wegen heute Morgen. Na gut. Am Morgen. Okay. Moment mal! Moment mal! Moment mal! Bist du? Genital! Mist! Moment mal! Genital! Moment mal! Moment, Moment mal. Mal! Moment mal! Er macht's nicht. Stell dir mal vor, du spielst es in der U-Bahn so oder so. Mach nochmal! Moment mal! Nochmal! Moment mal! Naja, nicht so schnell. Nochmal! Moment mal! Moment mal! Endlich! Oh. Wer war bei dem Probedurchlauf alles dabei? Nun, mal sehen, da war Powers. Er ist dir, Samurai. Dann der arme Hammer, der böse Richter. Und ich. Und was taten Sie genau? Zuschauen, nur zuschauen, nicht anfassen. Und was war mit der Assistentin? Oh, sie war mit der Bühneneinrichtung beschäftigt und so. Sie hat die Probe also nicht gesehen. Okay, also anscheinend kamen wir hier noch nicht weiter. Wollen wir mal fragen, was zu Bruch ging? Ja. Moment mal! Moment mal! Ah, deins hat er, glaube ich, genommen. Er machte eine Requisite kaputt. Und ob! Sein Samurai-Speer! Was? Sein Samurai-Speer. Die Mordwaffe. Zum Glück konnte ich ihn mit meinem Klebeband wieder reparieren. Das scheint mir ein wichtiges Detail zu sein. Das sollte ich besser in der Gerichtsakte festhalten. Samurai-Speer in Gerichtsakte aktualisiert. Er sah so aus, als hätte er sich dabei den Knöchel verstaucht. Ups, jetzt habe ich weitergedrückt. Wieso? Was passiert dann? Dann sagt Edgeworth was. Ja, aber wir können ja trotzdem. Also machen wir mal. Ich glaube, wir haben genug gehört. Nicht wahr, euer Ehren? Es gibt noch eine Sache, die mich stört. Oh, ihn! Und die wäre? Wo befindet sich das Kostüm des Steel-Samurai jetzt? Um ehrlich zu sein, nun, wir haben es nicht gefunden. Aber wir suchen noch danach. Yay. Das ist ohnehin nebensächlich. Die Zeugin sah den Steel-Samurai zweifellos. Und es ist eindeutig, dass die Person im Kostüm des Steel-Samurai Mr. Will Powers war. Ich glaube, Sie haben recht. Sind Sie sicher, dass Sie sich sicher sind, euer Ehren? Einspruch? Müssen wir ja, wenn wir abwarten, dann... Einspruch. Oder es kann auch sein, dass durch Abwarten irgendwas passiert. Ich bin für Einspruch. Ich mach mal abwarten. Ja, dann mach ich auch abwarten. Na, warte mal, kann man eigentlich...
Ah, wir können speichern. Na gut. Ach scheiße, nee, können wir nicht. Der würde ja dann wieder gelöscht werden, wenn wir weitermachen. Stimmt. Ich könnte einen Save State setzen. Ich gehe auf Nein. Also nein, nicht speichern, genau. Abwarten oder Einspruch? Sag du. Ich sag abwarten. Okay. Ich warte lieber mal ab, um zu sehen, wo das hinführt. Ich denke, da an dem Tag keine weiteren Teammitglieder in den Studios waren, spricht doch einiges dafür, dass der Angeklagte in dem Kostüm steckte. Ich sehe bei diesem Beweis keine Probleme. Oh. Sehr scharfsinnig, euer Ehren. Er sieht noch immer nicht wirklich überzeugt aus, hoffe ich. Würde die Zeugin bitte mit ihrer Aussage fortfahren? Ja, ich meine mal gar nicht. Ich meine, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Fortsetzung. Ah, das ist aber cool, dass es weiterging dann. Der arme Hammer starb um 14 Uhr. Wahrscheinlich hätten wir einen Punkt abgezogen gekriegt, hätten wir jetzt Einspruch erhoben. Gut möglich. Wir sind gut. Ich bin gut, weil ich das gesehen habe. Wahrscheinlich hätten wir den Fall gelöst, wenn wir Einspruch erhoben hätten. Weißt du, das ist wie in Monkey Island, wo man das bescheuertste an Möglichkeit wählt und damit sogar durchkommt. Stimmt. Also, kämpfst du eine trächtige Kuh oder nicht? Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Also, er starb um 14:30. Hm? Die einzige Person, die davor zum Studium gehen sah, war Willpower. Sonst ging niemand dorthin. Wäre es anders gewesen, hätte ich jemanden gesehen. Ach ja. Wenn also niemand sonst zum Studium gegangen ist, muss es der Stilzerei gewesen sein. Mr. Rice, Sie können die Zeugin ins Kreuzfeuer nehmen. Okay, Fortsetzung. Dann wollen wir mal... Ja, Hammer statt 14:30, nicht wahr? Ja. Oder Moment wollen wir mal. Sie fragen, woher sie das weiß? Moment mal! Ja. Moment mal! Moment woher mal! Woher wissen Sie das? Hä? Hab ich das nicht eben gerade erklärt? Ich hab dem jungen Inspektor ein paar Donuts gegeben. Und dann, nachdem er was von Geheimnis gefaselt hatte, sagte er mir alles. Ich schätze, Inspektor Gumshoe teilt ihre Vorliebe für Donuts. Geheimnis? Aber was meinte er mit Geheimnis? Ahnung. Die einzige Person, die ich davor zum Studio gehen sah, war Will Powers. Moment mal! Die sie dahin gehen sah. Hä? Moment mal! Ja, die einzige, die sie dahin gehen sah. Ja. Sind Sie sich da absolut sicher? No, sehr sicher, Jungchen. Kein Verdächtiger ist dort vorbeigekommen. Niemand! Kein Verdächtiger, na schön.